kümmerliche Vorstellung. Mein König, ich bringe schlechte Neuigkeiten. Das kann doch nicht sein. Die Flotte, die wir entsandt haben, sind fertig zu belagern. Ich schlage das Verlust des Widerstands, aber sie ziehen sich mehr und mehr zurück. Im Sattel, dass er damit aufhören sollte, geschlagen. Ruhe! Ich brauche Ruhe. So, Leute, ich muss euch mal aufklären. Es gibt ein Problem mit dem Arcania-Projekt. Jorvasorn hat eine Umfrage gemacht. Und er hat sich herausgestellt, dass ein paar Leute ihn auf jeden Fall leiden sehen wollen und wollen, dass Arcania nochmal kommt. Die Scheiße haben wir vor 2 Jahren schon mal gespielt. Und, naja, jetzt wollen sich das paar Leute nochmal ansehen. Und Jorvasorn, ich muss sagen, der hat ja auch mal hier und da Spaß mit. Der kann mal auch so ein Projekt, mal auch so Scheißding spielen. Und dann kann er das ein bisschen lustig zusammenschneiden und dann ist er damit auch fein. Aber jetzt gibt's hier ein Problem. Denn das Spiel, das will einfach nicht laufen. Erstmal hat er jetzt den halben Tag hier zugebracht damit, das Spiel überhaupt irgendwie anzukriegen. Und das dank eines netten Zuschauers. Weil der hat gerade eben noch geschrieben, dass es bei Steam so einen Beta-Modus gibt. Und in diesem Beta-Modus, Legacy-Modus, da kann das Spiel überhaupt mal starten. Und den gibt es eigentlich gar nicht mehr, weil der steht über in Gothic 4 im Namen. Und normalerweise heißt das ja gar nicht mehr so wegen den Rechten. Ja, aber da ist ja wieder eine andere Geschichte. Auf jeden Fall startet dann das Spiel. Aber dann startet es ganz halt auf dem falschen Monitor. Und dann muss der Jorm Foria gucken, wie er das hier Gerede bekommt mit der Scheiße. Wie soll das denn hier weitergehen, dachte er sich da. Aber da hat er doch noch eine Lösung gefunden, hat es auf dem richtigen Monitor gestartet. Also das Spiel, das lief dann. Aber, da will er ein neues Spiel starten. Das Spiel liegt kurz im Spiel rein, stürzt direkt wieder ab. Geht nicht. Tja, alles nochmal, neu installiert, hier wieder Lösungsansätze gesucht, im Internet nichts gefunden. Ganzes Stress nochmal, Stress geht weiter. Dann startet er das Spiel. Einer von 10 Versuchen ging es mal an die Scheiße. Da kommen die übelsten Grafikfehler, die ganzen Texturen fehlen, alles ist einfach schwarz und sieht scheiße aus. Ja, so kannst du das auch nicht spielen. Außerdem stürzt das hier alle 3 Sekunden ab, die Dreckscheiße. Naja, und was machen wir jetzt? Ich denke mal, es reicht jetzt. Der Jorgenson, der kann nicht mehr. Der muss sich hier schon in den alten Dreck verwandeln, damit er mal wieder bessere Laune bekommt überhaupt. Ansonsten, wie soll er denn hier weitergehen jetzt? Und für die Leute, die jetzt sagen, ich scheiß ausreden, du willst doch nur nicht Arcania spielen. Wir haben die Scheiße, die gesagt, schon vor 2 Jahren mal komplett durchgespielt im Mist. Sogar mit mit DLC sogar. Und das ist halt der komplette Müll. Wieso schlind ihr wie Götterdämmerung, aber trotzdem sind die scheiße, muss man sagen, ab der Mitte des Spiels. Das ist einfach Diablo für Arme. Auf jeden Fall, für die Leute, die das jetzt unbedingt noch sehen wollen oder damals nicht geguckt haben, die können ja das alte Let's Play sich angucken. Das habe ich jetzt in der Beschreibung hier verlinkt. Und ein neues Let's Play wird es nicht geben. Denn das Schlimme an dem Spiel ist halt wirklich, du kriegst es einfach nicht vernünftig zum Laufen. Naja, ansonsten kommt jetzt Resident 1 dann ab Donnerstag, ne? Und das ist auch ein gutes Spiel. Und da hat der Jorgenson auch Bock drauf und ist auch mal schön, ne? Wieder so. Das war's von mir, vom Greg. Jorgenson hat gar keinen Bock mehr, der will ja zu gar nichts mehr sagen. Deswegen, ne? Also, ist halt so, ne? Schönen Tag noch. Komm zurück! Komm zurück und kämpf mit mir! Schön, dich zu sehen. Ivy? Hast du wieder schlecht geträumt? Ja, von dem König in der Höhle. Das kommt davon, dass du den ganzen Tag schläfst. Bist du nur gekommen, um mich zu ärgern? Nein, mein Vater will mit dir reden. Chroma? Was will er? Keine Ahnung. Er wartet im Dorf auf dich und ist ziemlich schlechter Laune. Dann gehe ich wohl besser und red mit ihm. Wie wär's mit einem Kuss? Nicht jetzt, später. Nimmst du schon auf? Ja. Echt? Hanno, ich bin Lord Hagen, richtig? Hagen? Hagen. Ich wollte nur sagen, das reimt sich. Danke fürs Zuschauen. Und an der Seite gibt's andere Sachen, die man auch auschecken kann.